Ja, wollte schon warm werden. Achso, Batterien können wir bauen, ne? Warum bauen wir die nicht? Hallo? Temperatur? Batterie? Achso, Möbel. Hä? Sekunde. Das mit dem Fallengang wird sich schon ausgehen, D. Ich muss echt aufpassen. Ich werde sonst Kanalpunkte am XD. Das ist so witzig, das ist wirklich geil. Batterie. Hier eine Batterie. Eine, wir brauchen mindestens eine, damit das hier nicht nochmal passiert. Scrunchie. Oh, Tür aus Granit. Wir hätten alles da. Machen wir das. Eddie, ach so, Eddie war unser Steine-Freight, ne? Uni. Dein Schild halt mal. Mal kurz gucken, dass hier nichts Wichtiges kaputt macht. Wollt ihr den Holzgenerator gerade kaputt machen? Will jetzt nicht zu laut sprechen. Aber ich bin ja froh, dass sie nicht den die Blitzerwerkmedizin kaputt macht. Danke. Wir haben eine Überproduktion doch, oder? Ah, das zeigt er mir hier gar nicht an, ohne Mod. Doch, 75 Watt. Na, ist ja nicht so krass. Wo ist denn das Geothermal? Ach, hier haben wir eins, stimmt. Jo, 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 jo. Haben wir Medizin? Ne, wir haben keinen richtigen Pflanzenmann. Aber wir müssen die mal wegtragen hier. Wutruhe, entfernt Schutt. What? Kein frei erreichbarer Lagerplatz? Hier kann auch Kräutermedizin rein. Ich meine, ich will es hier rein haben, aber. Kräutermedizin. Ach, da geht nichts Frisches rein. Da will nichts Frische drin. Gehege nicht umzäunt. Der Plan ist doch cool, ne? Mit dem Lager und der Produktionsstätte hier drüben. Dann haben die hier kurze Wege, nach da kurze Wege. Hier ist das Gefängnis, können schnell reagieren, wenn einer durchdreht. Das finde ich ganz gut. Aber die Wand muss halt erst fertig, ne? Dort hilft nichts. Sonst kochen Tiere Fernkampf. Zum Glück brauchen wir das gerade nicht. Ja, das ist eigentlich ganz gut, dass wir so machen. Essen geht weiter. Stahl haben wir ein bisschen. Bauteile haben wir noch 24. Easy. 30.000 wert. Wir müssen jetzt erstmal. Wir müssen jetzt versuchen, unseren Koloniewert nicht noch so oben zu pushen. Wir müssen jetzt. Ja, gut, den pushen wir automatisch durch die Wände hoch. Ja, ist jetzt so. So. Klar, sieht gut aus, ja. Vor allem noch hier mit Türen durch, dann könnt ihr hier auch noch mal durch. Und durchs Lager durchgehen ist zwar hässlich, weiß ich. Ich meine, wir könnten hier einen Gang lassen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Ansonsten gehen die halt hier lang, da lang oder da lang. Hier könnte man auch sonst noch eine Tür einbauen. Aber das werde ich ja perspektivisch. Ich will jetzt erstmal, falls sich Tiere anschließen oder so, dass wir irgendwie erstmal die Möglichkeit haben, irgendwie zwei Tiere da reinzupacken. Auch wenn wir. Gut, die Jax passt jetzt leider nicht. Bumalopen mal da wären oder so, dass wir die halt direkt holen können.
Das ist jetzt so ein bisschen die Intention an diesem kleinen Gehege. Wir werden eh noch mal ein bisschen exportieren müssen. Exportieren? Moment, wie heißt das Wort? Expandieren. Ja. Das wird noch nicht ganz reichen. So, dann ist hier ein Zimmer. Noch nicht mehr zu Sturm. Was Schloss. Wir brauchen auch Strom. Hier unten brauchen wir Strom. Mal runterlegen. Kann die Küche halt nur nach hier hin weiter, ne? Das ist ein bisschen doof. Muss ich vielleicht nochmal einen Raum. Ich hab. Also ich bin immer. Muss ich nochmal überlegen. Die Tür muss unbedingt auf. Dass wir einen Raum machen, wo Menschenleichen reinkommen und das dann auch kühlen. Falls wir Tiere haben, hungernde Tiere, ne? Ich raste aus. Da sind Bären. Ist Huni doof? Hat sie denn die Bären jetzt? Sie gegessen oder was? Macht der denn da? Das kann doch von meinem Köter nicht sein Ernst. Achso, da liegt's noch. Kann der nicht einfach die Beeren von dem Beerenstrauch essen? Ist das sein Ernst gerade? Oh, Adi, dreh nicht durch. So ein bisschen Marmor. So viel brauchen wir gar nicht mehr. Und ein bisschen Granit halt. Die nicht vom Strauch. Ich werde da nicht, ich komme da nicht drauf klar. Wirklich nicht. Warum hat Huni sich gerade gelangweilt? Okay, die trägt jetzt dann sogar, wo die ganzen Felder fertig sind. Puma, ja, Puma ist krass. Oh, das wird übel. Übel. Oh. Das ist sehr dicht. Aber er hat Rüstung, ne? Ja. Er hat die Rüstung. Alter, ich habe gerade einen Kopfschuss abbekommen. Really? Schon einen abgekriegt hier gerade, ne? Oh, ich dachte gerade. Achso, wir sind hier Arzt. Hat irgendeiner Bock? Ja, geht los. Nichts gesagt. Schon gut. So, es
Bereit. Machen wir noch Kräutermedizin in der Nähe. Da. Wir ernten alles, was erntbar ist. Ja, sehr gut. Aber ein bisschen mehr Kräutermedizin. Langweilt sich eh gerade. Baumwolle ist bald zu weit. Dann können wir nämlich hier Zug, Zug, Sicherheit. Zack, Sandsäcke aus Stoff. So. Oh, hier muss noch zu. Sonst stellen die sich da rein. In die Kante. So machen wir das. So. Ich bin echt durch. Expansieren. Der hat zwei Schüsse abbekommen. Friendly Fire ist wohl gerne mal ein Problem. Ja, ich musste nur leider, da es ein Puma war, was halt super schnell ist, musste ich leider ein bisschen Risiko eingehen. War es auch, weiß ich. Ging in der Sekunde tatsächlich nicht anders. Ich hätte ihn ein bisschen dichter stellen können, aber man hat halt beim Puma nicht wirklich viel Zeit. Und Woodrow stand hier und der Puma da. Es war ein bisschen ätzend. Normalerweise stehen hier irgendwie das zweite Tier da und da. Ist halt immer doof, wenn hier irgendwelche Wildtiere reinkommen, ne? Gerade so eine, also wir haben viele Wildtiere, viele krasse Wildtiere. Das ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht zähmt sich das Grizzlybär ja auch von alleine. Die Möglichkeit hat man halt auch. Ja, deswegen habe ich auf Tragen gedrückt, damit er tatsächlich uns Steine hier reinträgt. So war ein bisschen meine Idee dahinter. Deswegen habe ich das angeklickt. Ich nehme die mal weg. Ich glaube, er trägt die nächsten, die dran sind. Ach, hier sind übrigens noch ganz viele Granitbrocken. Aber gar nicht. Marmorbrocken kann er rantragen. So, hier können wir es theoretisch auch schon mal ein bisschen schicker machen. Das wieder Granit. Ja, die Marmor, von da holt er Marmor, okay. Bei mir hatten Kolonisten schon mal einen anderen getötet, definitiv. Gibt es einen ganz witzigen Clip auch bei EdoP, wo der getötet wird. Weil er durch die. Da durchläuft. Gut, Tomahawks, du weißt, ich will keinen loswerden, aber ich weiß, es wird sonst eine Viertelstunde länger und ich würde jetzt eh wieder eine rauchen gehen wollen. Vielleicht, wir werden sehen, vielleicht nutzt du die Gelegenheit und gehst ins Bett, weil ich weiß, du musst um 5 Uhr raus, ich nicht. Ich werde erst, mein Wecker klingelt 2 Stunden später und hier muss das Dach weg. Stürzt es gleich ein. Du wirst es nicht falsch verstehen. Und der Chat wird ein bisschen ruhiger. Aber das ist nicht schlimm, das ist Rimian Chip. Ist man eh recht konzentriert auf die ganze Geschichte. Ich hab mir halt auch überlegt, jeden Monat ist ein Seed des Monats, da wird Remian Chip Training immer gemacht. Könnte man auch ganz gut an dem Wochenende machen. Aber ansonsten, ich gehe schnell eine rauchen, ich bin gleich wieder da. Ich mache langsam weiter und dann schauen wir, wie es weitergeht. 31.000er, ja, habe ich mir vorgenommen, um 6 aufzustehen. Wenn ich um 5 aufstehe, bin ich eh zu nichts zu gebrauchen. Also zurückziehen, mein Lieber. Ich gehe schnell eine rauchen, falls wir uns gleich nicht mehr lesen. See you soon und freut mich, dass ihr Speech to Text, Text to Speech gefällt. Tschüssi. Mal eine kurze Pause.
So, ist was passiert? Nein. Schwerer Zusammenbruch. Ich glaube, wir haben diese Drohne noch. Deswegen sind die schon mal not amused. Hier so ein Nachttisch. Holz hacken. Wir haben, doch, wir haben ziemlich viel Holz sogar. Der reicht noch. Strom. Sterz- und Holzbarrikade? Nie ausprobiert. Ich kann es leider nicht umstellen, deswegen lasse ich das. Wollen wir schon auf Wind? Könnten wir hier hinstellen? Ich meine, wir haben auch bald Geothermie. Eigentlich können wir uns das sparen. Das Ding hält uns gerade ganz gut. Das hält. Muss man ein bisschen schneller machen, eine Weile. Schützen den Stern ist nett. Danke. Keiner langweilt sich gut. Stoff kommt. Nice. Warum macht das Marine? Warum nicht? Okay. Ist okay. Geht immer noch mal fehl. Ist aber nicht so schlimm. So, Eddie. Genau. Der macht schön die ganze Zeit Steinblöcke. Sehr gut. Die brauchen wir. Dann brauchen wir bald noch ein bisschen Granit und dann. Bisschen Marmor brauchen wir noch. Zieh mal durch. Ja, yeah, nice. Mais ist bald durch. Dann ist das Lager voll. Ja, nächsten Tag ist es fertig. So, Strom. Scheiße, da kommt Gonchi nicht ran. Er kann nicht über Eck bauen. Eigentlich wird es für die Nacht eh Bums sein, ob ich ins Bett gehe oder nicht. Schlafen werde ich wohl nicht wirklich können, weil mir dieses Arbeitsthema im Kopf rumgeht. Ich hätte Bäcker werden sollen oder keine Ahnung, was Stressloses jedenfalls. Geht mir mal aus so. Muss hier eine Brücke bauen. Fuck, Alter. Habe ich nicht gut geplant. Sorry. Oh Gott, ist das scheiße. Oh mein Gott. Geh durch. Scheiße. Fäulnis. Die kann überspringen. Nein, 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 nein.
Jetzt dürfte sie nicht mehr überspringen. Wie lange ich schon keine Fäulnis mehr gehabt hat. Holy moly. Well. Yay. Well, mein Lieber. Das war zu schnell. Well, der Matze. Moin, moin. Na, meine Lieben. Ich habe gesehen, A Long Dark. Wie ist es? Erzähl. Ist es gut? Ich habe das Gefühl, in jedem Run fallen ist. Völlig normal ist das. Echt einfach zu lange gesabbelt, dass ich meinen eigenen Raid unterbrochen habe. Moin Gonchi. Moin Well. Ich spiele Rimianship nach. Die war ja am Sonntag, 11 Stunden lang. Und ich muss sagen, der Run ist okay. Der ist okay. Torinchen. Moin. Gleich ins Bettchen. Ja, ist auch schon um 11. Schlaf schön. Vielen Dank fürs kurze Hallo sagen. Na? Erzähl mal, Skala 1 bis 10, wie ist Long Dark Story 4? Wäre jetzt nicht die Rimianship gewesen am Wochenende und ich hätte sie nicht unbedingt nachspielen wollen, hätte ich auch The Long Dark gespielt. Rimianship war wieder ein Wettbewerb, ja. Und du hattest in dem Tag keine, ja, 11 Stunden am Stück streamen, ne? Also fast 12. Also noch krasser als 7 Days to Charity, zeitlich. Hätte ich nicht hingekriegt. Ach, fuck. Er springt wirklich über, ne? Ich raste aus. Nein, nicht neu anpflanzen. Nein! Deswegen. Ach. Oh, das ist so ein scheiß Micromanagement jetzt. Nicht überspringen auf die anderen Pflanzen. Okay. Ja, weil sie neu angepflanzt haben hier immer die ganze Zeit. Das war das Problem. Nur einmal kurz konzentrieren. Ist hier noch Fäulnis irgendwo? Nicht mehr, ne? Sie haben Post. Ich denke, achso, danke. Text-to-Speech, hast du gleich gesehen? Nice. Winke, winke, Taurinchen. Ich bin ein bisschen, also Rimianship bin ich ein bisschen konzentriert. Ich denke Episode 4. Ich habe jetzt ja noch nicht so viel gesehen. Könnte die interessanteste bisher werden. Nice. Bisher habe ich jedenfalls keinen großen Sammelauftrag. Ich soll eine Sache besorgen, aber nur eine. Mehr sage ich nicht, weil sonst Spoiler. Perfekt. Fängt aber schon mit interessanten Szenen an. Geil. Ich habe die 3 noch nicht zu Ende gespielt. Also muss ich das auf jeden Fall nachholen. Wir haben hier so ein lustiges Läuft. Achso, da steht's. Spreche zu Gonchi. Zum Kralpunkt einzulegen ist echt witzig. Ist definitiv witzig. Text-to-Speech ist gar nicht so einfach, gar nicht so schwer. Hat mich, wäre ich nicht ganz dumm gewesen, hätte, wäre ich sogar noch schneller gewesen. Aber hat mich nicht viel Zeit gekostet, tatsächlich. Ich sag mal so, vielleicht 10 Minuten, dann hast du es eingerichtet. Gib mal Text-to-Speech Twitch ein. Und dann hast du es ruckzuck eingerichtet. Musst du dich mit einer Seite verknüpfen, wenn du sowas magst.
Und dann geht das eigentlich relativ flott. Also, und dann habe ich ein Video 2 Minuten angeguckt, war nicht ganz aktuell, aber ich habe es trotzdem dadurch dann hinbekommen. Ja, musst du. Man wird auch bei 95% von Episodora abgesetzt, wenn man sagt, fortfahren. Vorher kommst du nicht in Episode 4 rein. So, bin wieder raus. Gute Nacht und gute Nacht, weil bis Freitag oder so. Matze, danke. TDS finde ich eine gute Idee. Gute Nacht, Matze. Ist auf jeden Fall cool. Ich habe es erstmal auf 500 P Punkte gemacht, einfach damit es nicht missbraucht wird. Und dann gucke ich mir das mal an. Ob man das vielleicht ein bisschen günstiger macht. Ich will da erstmal so ein bisschen, ja, probieren. Aber ansonsten super witzig.